So, wir erstellen im nächsten Schritt die Blechbaugruppe 2. Das ist hier auf der linken Seite. Wir öffnen also unsere mechanische Baugruppe, öffnen unsere 11.100er Baugruppe und erstellen innerhalb der 11.100er Baugruppe eine neue Unterbaugruppe. Dazu müssen wir natürlich wieder auschecken. Eine neue Unterbaugruppe. 11.120, wieder mechanische Bearbeitung, obwohl wir hier tatsächlich nicht mechanisch bearbeiten, behalten wir das trotzdem bei. Standardbaugruppe in Standardbedingung einbauen. Wir öffnen die mechanische Baugruppe und erstellen innerhalb der mechanischen Baugruppe die Schweißbaugruppe 11.121. Wir sind also hier in der 11.120er und erstellen hier eine Unterbaugruppe 11.121. Wir öffnen unsere Schweißbaugruppe und erstellen innerhalb dieser Schweißbaugruppe den Bauteil 11.121.01. Hier gibt es einen einzigen Bauteil drin, das ist diese linke Seitenwand. Und erstellen also einen neuen Bauteil. Achtung, auf Teil umschalten. 11.121.01 aus dem Standard kopieren, in der Standardbedingung einfügen. Wir wechseln in die 11.100er Baugruppe, also in jener Baugruppe, wo wir unser Flächenskelett modelliert haben. Blättern unsere 11.120er Baugruppe auf. Navigieren zu unserem Bauteil 11.121.01, aktivieren diesen Bauteil. Wir blenden die Bezugsebenen ein. Kopiergeometrie deaktivieren, nur Publizierungen zulassen. Wir wollen jetzt einmal als Referenz die Ebene Tank hinten und Ebene Tank links kopieren und als Flächensatz hier links diese Einzelfläche, die ja diese Blechbauteil 2 quasi abbildet. Mittlere Maustaste bestätigt und wir öffnen unseren Bauteil, haben hier jetzt die Referenzen und modellieren hier unseren Blechteil. So, im ersten Schritt versetzen wir hier die gesamte Außenkontur um 6 mm, weil dieser Blechteil steht außen über der anderen drüber, damit wir hier dann auch Kehlnähte im inneren Bereich unterbringen. Selektieren eine Kante und mit gedrückt gehaltener Shift-Taste noch einmal die Fläche, damit wird die ganze Außenberandung selektiert. Also noch einmal, wir selektieren eine Kante, mit gedrückt gehaltener Shift-Taste die Fläche, damit wird ihre gesamte Berandung selektiert. Wir versetzen nach außen um 6 mm und bestätigen mit OK. Über Operationen wechseln wir in den Blechteil und über Selektion der Fläche und Versatzfläche dicken wir hier jetzt wieder das Blech auf. Wir haben 4 mm Blechdicke und von der Richtung her versetzen wir von unserer Ebene links hier nach außen. Also das passt in meinem Fall. Mit OK bestätigen. Was bei dieser Blechlasche jetzt noch dazu kommt, wir werden jetzt hier diese Befestigung gleich mitmodellieren. Das heißt, wir schneiden das aus und biegen diese Laschen dann gleich hier mit. Da gehen wir jetzt wie folgt vor. Im ersten Schritt wechseln wir jetzt wieder auf die oberste Baugruppe, weil wir brauchen nämlich die Referenzen aus dem Skelett. Hier diese Skizze und auch die dazugehörige Ebene. Wir blättern also unsere Baugruppe auf. Das ist in dem Fall unsere Baugruppe 11.120. 11.121 ist die Schweißbaugruppe, die darunterliegende, und hier
in den Bauteil 1121.01 wollen wir diese Referenzen kopieren. Wir aktivieren den Bauteil über Kopiergeometrie und Publizierungen ausschalten. Kopieren wir jetzt mit rechter Maustaste Referenzen die Befestigung 2 als Ebene mit Achsen einblenden. Gedrückt gehaltener Steuerungstaste die Achse Befestigung 2. Und rechte Maustaste mit Ketten diese Skizze der Kurve für diese Befestigung. Wir bestätigen und öffnen unseren Bauteil. Haben also hier die Referenz, die wir brauchen, um diese Laschen hier quasi zu erstellen. Wir zeichnen eine planare Lasche dazu auf die vordere Blechfläche. Als Referenz nehmen wir hier diese Kante, unsere Referenzebene und die Achse, zeichnen auf die Achse eine Symmetrielinie und ein Rechteck symmetrisch aufgebaut mit einer Breite von 50 mm. Mit OK bestätigen, nach hinten natürlich aufgebaut und soll sofort mit dem Modell zusammengeführt werden. Im nächsten Schritt erstellen wir eine flache Lasche. Müssen wir die hintere Kante selektieren, dann wird nach außen gebogen. Um 90 Grad wollen wir 40 mm nach außen biegen. Biegeradius nehmen wir jetzt einfach einmal die Blechdicke. Ist natürlich entscheidend davon, mit welchen Werkzeugen ich hier biege. Mit OK bestätigen. So, im nächsten Schritt wickeln wir jetzt diese Lasche ab. Mit Abwickeln. Er nimmt jetzt aufgrund dessen, dass es hier automatisch alle Referenzen abgewickelt ist, diese eine Lasche und wickelt sie ab. Das ist in Ordnung. Und jetzt wählen wir hier Profil, diese Blechfläche, wählen als Referenzen, schalten wir mal die Ebenen aus, wählen als Referenzen diese beiden Biegekanten, links und rechts die Flächen und zeichnen hier zwei Dreiecke herein, die wir freischneiden. Wir werden dann auch gleich sehen, warum. Wir bemaßen das einmal hier und einmal hier, setzen das gleich, das rechte mit dem linken und 8 mm werden wir hier freischneiden. Mit OK bestätigen. Wir wollen das freischneiden und werden das Ganze wieder zurückbiegen. Wir setzen jetzt hier rechts eine flache Lasche an. Und zwar wählen wir hier eine Trapezlasche mit folgenden Abmessungen. Hier machen wir 0 Grad. Wir haben eine Höhe in Summe von 50 mm. Links nehmen wir einen Winkel von 30 Grad und biegen das natürlich 90 Grad auf und Biegeradius. Hier die Blechdicke und jetzt sieht man auch schon den Grund, warum wir hier freigeschnitten haben, damit wir das hier überhaupt machen können. Mit OK bestätigen. Und jetzt können wir diese Kante verlängern. Um 3,5 mm. Dann stehen wir jetzt nicht ganz hier an, aber haben dann die Möglichkeit, wenn wir das aufbiegen, dass wir das dann hier auch sauber im rechten Winkel biegen können. Und das gleiche machen wir dann auch auf der linken Seite. Wir können jetzt diese flache Lasche mit STRG C kopieren und an dieser Kante mit STRG V einfügen. Wir müssen jetzt nur hier die Winkel ändern. Wir haben jetzt links die 0 Grad. Und rechts die vermeintlichen 30 Grad. So. Mit OK bestätigen und auch wieder diese Kante verlängern um das Maß von 3,5 mm, damit das sauber hinten mit einem leichten Spalt anliegt. Im nächsten Schritt schneiden wir hier das Loch noch aus.
Das heißt, wir gehen auf Profil, wählen die Fläche, nutzen quasi unsere bestehende Kontur. Wir haben hier schon 13 mm gezeichnet, das heißt, wir können mit Projizieren und Schleife gleich diese Kontur wählen. Das ist für M12 Gewinde. Mit OK bestätigen und ausschneiden. Und wir brauchen jetzt noch ein paar Rundungen. Wir erzeugen also auf dieser Kante, also mit Steuerungstaste selektieren und auf dieser hinteren Kante eine Rundung mit 14 mm und fügen einen neuen Satz hinzu, also rechte Maustaste, Satz hinzufügen und wählen jetzt diese Kante und diese Kante mit 8 mm Radius. Mit OK bestätigen und dann können wir noch eventuell hier und hier einen kleinen Radius reinsetzen mit eventuell 8 mm auch und einen neuen Satz hinzufügen und werden wir den da oben auch ein bisschen entschärfen, eventuell 5 mm, nochmal keine scharfen Kanten, mit OK bestätigen. Was wir dann gleich machen, ist eine Familientabelle hinzufügen für die Abwicklung. Das heißt, wir gehen hier auf Vorschau der Abwicklung. Es wird hier unser Bauteil zur Gänze abgewickelt und wir haben hier die Möglichkeit, eine Variante zu erzeugen in Form einer Familientabellenvariante oder eben eine Blechabwicklung in Form einer Darstellung zu erzeugen. In meinem Fall mache ich eine Variante. Wir hängen hinten einfach Flat dazu. Für die Abwicklung erzeugen damit eine Variante und haben somit eine Familientabelle in Wirklichkeit erstellt mit der Endabwicklung einmal ab eingeblendet bzw. nicht eingeblendet. So, wir können das jetzt speichern. Er muss natürlich die Variante verifizieren. Das weisen wir ihn jetzt an und haben somit auch die rechte Seite quasi schon erstellt. Können wir jetzt mal das Hauptskelett kurz verdecken, beziehungsweise hier das darunterliegende Skelett verdecken. Und dann sehen wir schon, haben wir schon die ersten beiden Bauteile. Hier haben wir unseren Schweißspalt. Jetzt sehe ich gerade, werden wir noch hier im Bauteil 1 die Kopiergeometrie ausblenden. Auch hier die zweite Kopiergeometrie ausblenden, diesen Status auch abspeichern, wechseln in unsere Baugruppe und haben schon mal den ersten Teile hier quasi fertiggestellt. Blenden unsere Skelette wieder ein. Und werden das Ganze mal durchregenerieren. Und in Summe einchecken, muss wieder die Hauptbaugruppe auschecken und das Ganze wird eingecheckt. Unten bitte lesen, ob der Eincheckvorgang auch erfolgreich war. Und wie gesagt, über den Ordnerbrowser kann man kontrollieren, ob man noch etwas ausgecheckt hat. In meinem Fall ist alles eingecheckt und es geht weiter mit der Baugruppe 3.